Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Ja, was haben wir letzte Folge gemacht? Wir haben erstmal die Bestie besiegt und haben uns ein bisschen in dieser komischen Stadt da aufgehalten. Wir gehen mal hier hoch, das ist nämlich die Abkürzung, die ich entdeckt habe. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat einen ganz besonderen Reiz auf mich. Und ich danke auch für die Tipps von ein paar Zuschauern bzw. Abonnenten, die mir geholfen haben hier bei dem Spiel. Wie man so einiges machen kann. Ein paar Sachen habe ich natürlich auch selbst rausgefunden, aber es ist natürlich immer schön, hilfreiche Tipps zu bekommen. Natürlich jetzt keine, ich bin immer froh für Tipps, die mir wirklich helfen, irgendwie weiterzukommen und keine Tipps, die mir einfach nur das Cheaten oder irgendwie was anderes ermöglichen. Deswegen, ich bin schon ganz oben, gehen wir hier links, oder falscher Weg, das ist der Drache oben, da traue ich mich nicht hin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und hoffe, ihr seid dabei. So, also, wir sind ja, ich habe ein bisschen weitergespielt natürlich, aber bin nicht so viel weitergekommen, dass ihr jetzt irgendwas verpasst hättet. Ich habe versucht, ein bisschen weiterzugehen, bin dann aber ein, zwei Mal gestorben und, ja, es ist schwierig, die Finger von dem Spiel zu lassen. Ich würde natürlich beim Let's Play gerne alles mit euch teilen, aber das klappt halt nicht immer. Oh. So. Ich habe gelernt, dass das Schild überlebenswichtig ist. Ah, Mist. Dann von mir noch. Passt. So, weiter. So, jetzt kommen mal ein paar Ratten. Entdeckt. Sind gar nicht so schwierig, aber fies sind die. Ich glaube, die übertragen sogar Krankheiten. Also können die zumindest. Oh nein! Da hat er mich vergiftet, die Sau. Das macht er da. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt da. Also ich sehe oben Leben, zieht es mir nicht ab. Oder? Nö. Keine Ahnung. Schränkt es mich ein bei irgendwas, das weiß ich nicht. So, gehen wir weiter. Bring mal lieber was. Weiß ja nicht, was da oben auf mich wartet. Obwohl, doch, das weiß ich doch, denn hier oben war ich auch schon. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade gelogen habe. Hier oben war ich schon und zwar bin ich ja bis zu diesem Schwein gekommen vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Da bin ich getötet worden. Nicht so schlimm. So, Bezirk der Untoten. Da ist das Schwein da oben. Hier oben ist ein dunkler Ritter im Turm, den ich irgendwie mich nicht traue anzugreifen. Deswegen machen wir erstmal hier was klar. Oh. Ich hätte den... Na gut. Ja, das Viech da oben... Also ich kann euch kurz erklären. Da oben seht ihr zwei Bogenschützen. Links neben dem linken Bogenschützen liegt eine Leiche. Das habe ich eingesammelt. Und zwar ist das... da hinten kann man auch sehen, dass ich gestorben bin. Und zwar ist das links neben dem ist so eine Art, ja, was habe ich da gefunden? Ich kann es mal zeigen. Und zwar habe ich das hier gefunden. Wo ist denn das? Huch. Weit. Ah, zu weit. Da. Diesen Köderschädel. Ich behaupte mal, dass ich damit Feinde locken kann. Ich habe versucht, oder ich werde versuchen, die Leute irgendwo hinzulocken, dass sie da hinten dran vorbeikommen, wo das Monster ist. Weiß nur nicht, ob es klappt. Wollen wir gleich mal rausfinden. Pass auf. Gehen wir mal hier hin. Den Köderschädel. So, und wenn man den jetzt. Wenn man den jetzt auswählt hier unten, dann kann man den irgendwo hinwerfen und dann laufen sie dahin. So stelle ich mir das vor. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Dann ist die Frage, wo wir das am besten hinmachen. Ich werde mal kurz um, dass ich den ausführen voraus. Weißt du? Okay. Dieses dumme Schwein da oben, dieser Hund oder was es da ist, der war so ein bisschen nervig. Ich dachte, ich könnte von hinten erledigen. Klappt nicht. Aber dieses Schild, wie man sieht, ist echt sehr gut. Dass das Schwein da nicht kommt. Ich bleib noch da oben stehen. Ich wollte eigentlich nur diesen Typen anlocken. Weil zu dem Schwein kann ich nicht gehen. Also ich habe versucht, dagegen zu hauen. Das brachte mir gar nichts. Er hat mich einfach nur doof angeguckt und aufgespießt und ich war tot. Na, komm her. Okay, also das Schwein kann ich nicht besiegen, aber ich kann hier längs gehen. Und da hoch. Muss ein bisschen aufpassen. Schießen sie nämlich mit Pfeilen auf mich. Da ist noch eine Wache hier oben, aber der kommt jetzt auf mich zu.
Weiß nicht, ob ich den hier runterlocken kann, so ein bisschen. Mach ihn hier unten nämlich fertig. Kann ich? Komm mal hier runter. Weil da oben schießen die mit Pfeilen immer ab und das ist auch so ein bisschen blöd. Ich kann noch nicht ihn umrunden, um ihn von hinten fertig zu machen. Okay, die Fall-Heidi da hinten, die können wir auf jeden Fall, glaube ich, leicht killen. Ich habe aber mein Schutzschild, eigentlich sollte mir da nichts passieren. Oh, bleib hier oben. So. Das Monsterviech, da weiß ich nicht, wie wir es killen. Aber ich komme da ja auch nicht rein. Also ich muss. Oh, da kommt noch ein Gegner. Wo kommt der denn her? Der nach unten? Nein! Du spast. So, trinken wir schnell was? So, ich könnte den natürlich irgendwo hinlocken. Dann wird er irgendwo hinlaufen. Aber wo kann ich ihn hinlocken? Ist das eine gute Idee? Ich könnte ihn natürlich da hinten zur Tür locken. Aber ich muss. Also, da habe ich meine Menschlichkeit verloren. Da wollte ich runterrennen. Kannte ich aber irgendwie nicht. Das heißt, ich müsste den ja irgendwie. Wahrscheinlich. Er sieht mich ja auf jeden Fall. Kann ich ihn nicht irgendwo hier hinten hinlocken? Muss mal ausprobieren. So, wir schmeißen mal dieses Lockmittel hier unten hin. Dann läuft er vielleicht da hin. Oder läuft er hin? Und wir hier runter. Wie lange bleibt er? Oh, er geht schon wieder weg. Scheiße. Lockt ja nicht so lange. Den muss ich nochmal machen und schneller sein, damit er. Kurz angucken dann. Ja, ich glaube, wenn ich da runterspringe, hat er mich sofort. Dumm. Geh mal kurz hier hinten runter und guck mal, ob ich ihn. Vielleicht kann ich ihn vielleicht doch besiegen von hier unten? Ja. Kann er hier hoch? Nee, kann er nicht. Was ist ein Pfeil? Bringt das nicht? Okay, 5 Leben nehme ich ihn weg. Ist nicht gerade viel. Boah. Hab ich ihn? Nee. Hier ist noch ein Pfeil. Ich hör ihn gar nicht. Dick heute da. Dick Wanz. Oh. Schneller weg. Ach. Wie dumm. Ich gesehen, der ist gegen das Feuer gelaufen. Oh. Energie verloren, weil er ins Feuer gelaufen ist. Vielleicht kann ich ein paar Mal hier ins Feuer locken, wenn er da hinläuft. Aber wie? Na komm. Kann er mich hier, ich weiß, so eine Angst, dass er mich gleich wieder tot macht. Ich würde ja ganz gerne meine Sachen erst einsammeln. Dann. Oh, hab ihn von hinten erwischt. Das war bestimmt nicht schön. Wie viel habe ich ihn weggenommen an Leben? Oh, guck mal! Der hat fast gar kein Leben mehr. Na, okay. Mehr. Und hier ins Feuer. Guckt's an! Wie dumm der doch ist. Oh, 750, das war nicht schlecht. Ja, juppie. Ach, das war ja easy, das Ding. Naja, easy und easy, ne? Jetzt war nämlich erwischt hier.
Holen wir unseren Kram zurück. Das war, glaube ich, gar nicht so viel. Aber irgendwie gar nichts, ne? Wir haben kein Leben verloren bei ihm. Das ist natürlich sehr gut. Oh. Mehr, du Spast. Hört sich nicht. Oh, da ist noch mehr da. Habt ihr gesehen? Okay, das ist aber auch nicht so schwer. Oh, hier, plündern. Da braucht ein Schwert, na super. Was drin? Oh nein! Alter, ist so voll der Hinterhalt hier. Wie waren das jetzt? Wir haben auch gar keine Leben, gar keine Sachen ausgegeben, so richtig. Und Seelen. Da sitzt noch einer. Oh. Yes! Was hast du denn zu bieten? Ein Geheimschlüssel. Okay. Damit können wir bestimmt eine Tür öffnen. Wo wir längs können. Wege? Nichts, ne? Da sind wir gekommen. Ich jetzt hier. Nee. Wo war denn noch ein... Geh mal kurz hier runter, wir haben alle Wege erforscht. Wo war denn noch so ein... Wo war denn noch ein Geheimweg oder sowas? Wo ein Geheimweg? Also hier ist nichts. Nichts, ne? Oben? Das ist eine Leiter, die habe ich nicht gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Mann, ich liebe dieses Schild. Allgemein liebe ich Schilde irgendwie, anscheinend. Warte mal, was soll das denn? Da liegt ja auch einer. Habt ihr ihn gesehen? Auf diesem, wie kommt man da denn hin? Guck mal. Oh. Runterfallen, ne? Oh, das ist doch gut. Die nehme ich doch gerne mit. Ah, so. Und jetzt geht's hier hoch. Okay. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas drin ist. Anscheinend nicht. Okay, also. Gehen wir da durch? Oh, wir müssen uns das... Ich hoffe nicht, dass da ein Boss hinter ist. Gehen wir durch. Uah. Also blöde, man weiß ja nie, was dahinter einen erwartet, ne? Nö. Wir sind jetzt... Aber wir sind jetzt oben auf... Da, wo wir vorhin auch waren. Also wir sind eine höher. Okay. Gibt es viele Wege jetzt, ne, wo wir hin können. Ist hier runter oder gehen wir erst da hoch? Ja, erstmal hier längs. Okay, da ist jemand. Jetzt schon Angst. Hören Sie noch mehr Schritten an. Oh, wer ist er denn? Ei! Piss dich. Oh.
Ah, okay. Nicht so hart. Aber ein größerer Typ so, ne? Hier noch einer rechts, ne? Okay. Oh, noch so ein Ritter. Mann, wo kommen die alle her? Kann ich die nicht umrunden? Oh. Oh. Nein! Nein! Drecksau. Auch was. Wer was trinkt? Schon mehr Platz hier zum Kämpfen. Bitte. Hier sind ein bisschen viele Gegner hier. Ich hoffe, es kommt mal irgendwann ein Leuchtfeuer hier, wo ich mich lebendig machen kann. Beziehungsweise hinkommen überhaupt. Drüben liegt eine Leiche. Auch nochmal hin. Hier durch. Lieber so. Runter. Guck mal, sind wir hinter dem Tor, das ist doch gut, dann können wir das aufmachen. Warte. Noch ein Typ. Ein Kellerschlüssel, okay. Haben wir schon zwei Schlüssel, wofür nicht witzen. Machen wir bestimmt. Ich dachte, man hätte es aufmachen können. Na da, oh. Perfekt. Eine neue Abkürzung. Ich glaube, wir gehen. Ich gehe mal sicherheitshalber zu dem Feuer. Das brauche ich gar nicht. Jetzt haben wir ja die Öffnung hier. Hier liegen eine Leiche. Wir gehen nochmal hier rein. Der Drache, ne? Also hier ging es ja runter. Ich wollte nur einmal. Komm ich nicht hier zum Leuchtfeuer hin wieder? Auf der Weg, ne? Genau. Wenn wir jetzt hier längs gehen. Hier längs. Ja, wo war das nochmal? Guck ich nochmal. Ja, genau. Hier rein. Und hier hoch. Und auf jeden Fall hier raus. Oh, da sind noch Gegner. Okay, die können wir auch nochmal mitnehmen. Ich habe jetzt gesehen, da hinten war ja noch dieser Ritter. Den hatten wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht achtet. Aber ich glaube, den kann man auch bestimmt irgendwie killen. Wenn die anderen Leute, die, wenn ich die killen kann, kriege ich den hier auch hin, glaube ich. Oh, das. Oh! Nein! Macht der scheiß Drache. Oder hat mir Leute gekillt. Das ist natürlich schlecht. Aber eigentlich wollte ich nicht drauf gehen. Wir laufen mal ein bisschen. Oh! Hit!
auf. Oh, shit. Aber ich meine, hier unten war so ein Typ, der da stand. Den könnte man, glaube ich, kann ich jetzt auch killen, glaube ich. Bis auf den, der an. Wir hauen von hinten zu. Dann geht. Ja. Macht gar nichts. Ah, hallo. Oh. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Klar, soll er mir erzählen, was er will. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Klar, warum nicht? This pleases me greatly. Well then, take this. Oh. Weißer Symbol Speckstein. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Kann mir noch mehr geben? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. The sun is the phone. Okay, das gleiche nochmal. Na gut, also hat uns diesen Speckstein gegeben. Wofür ist denn dieser Speckstein gut? Hinterlässt ein Rufsymbol. Heißt das? Lass dich über das Symbol als Phantom in einer Welt rufen und besiege den Gebietsboss, um Menschlichkeit zu erhalten. Wow, oh, okay, das ist sowas. Ich wollte mir eh mal ganz kurz hier mal angucken. Siege den Herrscher der Welt, in den du dir eingedrungen bist, um Menschlichkeit zu erhalten. Mit Hilfe der geborstenen roten Augen erhalten die Spieler vorübergehend diese eigentlich nur Katas Geister in der Finsternis zustehende Fähigkeit. Okay. Schwarzer Lebwohlkristall. Hüte dich vor wankelmutigen Umgang mit diesem Objekt, denn die Beziehung pflegen möchtest. Der schwarze Gefall ist schon lange ein Symbol des Abschieds, reserviert für Verwandte und er schickt Phantome zurück in ihre Heimat. Was? Ausmerkt gelten Untote als verflucht und Leute Ritter, Kleriker werden wegen ihrer Untotenjagden gerühmt. Mit diesen gesiegten Taten können sie Untote bekämpfen, ohne Regeneration befürchten müssen. Gegen. Noch ein Untote nähern die Leuchtfeuer. Ein seltener Fan verzaubert der starke Willi ihre Leute aufsuchen, die Knochen mit Instinkt nach Hause zurück. Ach, da komme ich direkt zum Leuchtfeuer zurück. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay, nutzen wir mal. Gleich mal ein bisschen aufpowern unser. Mehr habe ich gar nicht. Abfall wertlos? Wer töricht genug ist, dieses Emission zu stellen, sollte dringend Hilfe suchen. Okay. Gut. Ich bin töricht genug. Sind wir wieder zurück, ne? Dann kommen wir da am Drachen vorbei, ohne dass er uns umbringt. Muss er wieder rein? Oder kann ich auch hier links gehen, ne? Das Kellerschlüssel benutzt. Cool. Den haben wir noch eingesammelt. Ah, perfekt. Gehen wir mal runter. Oh. Ach, komm, ich kann treten noch da oben drauf. Kann ich. Und kann ich auch.
Mann, das dauert aber lange, bis er diese Stufen da runter geht. Warte. Besser? Million hier. Hier hoch. Hier oben erwartet. Hat ihr gehört, oder? Die ganze Zeit Schritte. Bei mir. Ach, hier bin ich denn? Das ist ja auch eine fette Abkürzung, ne? Leuchtfeuer ist ja gleich da vorne. Okay. Das ist doch nicht schlecht. Gut zu wissen. Nicht runterfallen, ne? Aber da gab es noch einen anderen Weg, den gehen wir auch nochmal. Oh. Okay. Mein Gott, es gibt auch viele verzwickte und vertrackte Wege hier, ne? Auf dem Ratten rum. Hässliche Hunde. Eieiei. Mehr Hunde unten? Oh. Oh. Oh nein. Ich kann was trinken. Eieiei. Oh, das wird beinahe, das wäre daneben gegangen beinahe, ne? Wir hätten nicht weit laufen müssen, um das zu holen, aber. Mehr Hunde? Was sind wir denn hier? Nein? Erinnert mich so ein bisschen an. Also hier die Gegend gerade erinnert mich so ein bisschen an. Bloodborne. Weiß auch nicht warum. Nicht rein? Ja, und da rein? Mag gar nicht weiter runtergehen. Die Hunde waren, hatten schon ein bisschen in sich. Dumm? Was für ein Monster? Was ist denn hier los? Krieg schnell was. Wir sollten speichern gehen. Obwohl, jetzt kommen wir hier rein, ne? Boah, was hat er in diesem Raum gemacht? Ist da nichts drin? Oh, da liegt noch jemand. Da können wir mal rein. Kettenbrecher, okay. Eine fette Falle, ne? Ich glaube, wir sollten einmal hochgehen und speichern. Das ist mir jetzt doch zu risky hier, das Ganze so durchforsten, auch wenn ich jetzt Gegner alle gleich nochmal machen muss. Aber irgendwie bin ich jetzt, habe ich gar nichts mehr zu trinken. Das ist doch ein bisschen zu heikel. So, und ich glaube, dann haben wir auch genug geschafft für heute. Denke ich mal. Okay, umlenks. Oh, blöd mit der Tür hier. Lauf! Es hackt. Oh.
So. Bevor der Typ mich da noch killt. Okay, lassen wir ein bisschen aufsteigen. Viel aufsteigen kann ich gar nicht mehr. Ja. Einmal, was nehmen wir denn da mal? Vitalität oder eher die Stärke? Beweglichkeit ist auch nicht schlecht. Stärke. Ich nehme mal Stärke. So. Jetzt können wir noch ein paar Sachen reparieren, ne? Reparieren. Freitags. Bönding. So. Auch. 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 Haben wir alles? Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.